Herzlich willkommen bei Neulich in der Ladesäule. Heute haben wir ein Auto, was wir testen, und zwar von Volkswagen. Der ID4. So, jetzt zeigt er hier schon direkt interessante Vorschläge. Er zeigt schon Vorschläge, zum Beispiel eine 22 kW Säule von Bigger Energie in 6 Minuten. Und untersuche direkt. Untersuche und dann hier auf Ladestation in der Nähe. Und dann lädt er einen Moment und da haben wir jetzt einige Ladestationen. Zeigt das schön auf der Karte an, jede Menge und eine große Liste. Und es ist ja wirklich schon... Sieht gut aus. Sogar hier bei uns auf dem Land ist einiges vorhanden. Mhm. Leider alles nur 22 kW. Tatsächlich. Er sagt mir jetzt 305 Kilometer Reichweite. Können wir mal gucken bei Fahrzeug. 84%, 304 Kilometer, sagt er mir. Also ich erkenne, der so im ersten Eindruck, wenn man den ID3 gefahren ist, dann oder wenn man drin sitzt, man erkennt sofort die Parallelen, die Wischgesten, die Steuerung von dem ganzen System ist dem ID3 wirklich total ähnlich, ist dasselbe. Man muss sagen, die Verarbeitung, die ich im ID3 auch nicht schlecht fand, die ist schon hochwertiger bei dem ID4. Wirkt auch hochwertiger, tatsächlich. Das wirkt alles ein bisschen hochwertiger, das muss man schon sagen. Ich finde, es ist sehr angenehm leise hier drin. Das Auto ist gut gedämmt. Relativ hart abgestimmt, oder? Ja, sportlich. Ja. Ja, schon. Der Motor ist ein bisschen zu hören. Ist aber auch gut, ist sportlich. Mhm. Oh. Okay, er hat mir gerade im Head-Up-Display kurz eingeblendet, dass er die Linien, dass die grün sind. Und trotz teilweise schlechter Linien ist er eigentlich relativ stabil, dass die Linien grün angezeigt werden. Okay, da wäre ich jetzt in der Leitplanke gelandet. Die war ihm zu eng, die Kurve. Es war noch grün. Also er hat mir noch nicht gezeigt, ich dürfte jetzt nicht mehr. Oder ich müsste jetzt übernehmen. 50 voraus, sagt er mir jetzt. Und er bremst langsam runter. Okay, obwohl hier noch 70 sind, er weiß, es kommen 50, bremst er runter, jetzt dass er jetzt beim Ortsschild... Und mal gucken, was macht er. Ja, ne, also hat das schon sehr gut getimt. Und echt lange vorher angefangen, dass er schön drauf zusegelt. Mhm. Oh, der Wendekreis ist super. Klein. Wahnsinn, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ja gut, ich meine, von dem e-tron ist man das jetzt nicht gewohnt. Das ist schon ein großes Auto. Ich weiß gar nicht, wie viel größer der ist. So viel größer ist der, glaube ich, gar nicht. Aber ich denke mal, dass es deswegen ist, der e-tron ist ja eigentlich eine Verbrennerbasis. Und der ID4 ist ja die Elektrobaukastenbasis und ich denke mal, dass die da von vornherein dran gedacht haben, eben, dass ein sehr kleiner Wendekreis erreicht werden soll. Ich finde das Design auch ganz schön, auch mit diesem größeren zentralen Display finde ich auch sehr schön. Das Display vor mir, gut, da sind die nötigsten Informationen, das ist so ähnlich eben wie beim i3 von BMW, finde ich jetzt so. Das Lenkrad an sich ist schön, ist ein wenig überfüllt mit Tasten, meiner Meinung nach. Die Bedienung ist auch recht übersichtlich, finde ich. Auch mit der Gestensteuerung, das finde ich gar nicht so verkehrt, weil man dann eben nicht so abgelenkt ist. Obwohl jetzt, wenn es nicht funktioniert, ist man natürlich abgelenkt. Ja, das Glasdach gefällt mir richtig gut. Also die Ausstattung, die er jetzt hat, ist sehr, sehr gut. Wir können das auf und zu machen. Also nicht das Dach auf und zu machen, sondern mit einer Funktion, dass das Glasdach eben geschlossen wird, dass das so eine Jalousie sozusagen darüber fährt. Wenn die Sonne jetzt ziemlich stark blenden würde, dann kann man das einfach zumachen. Und man kann das auch stufenlos verstellen.
Ja, und jetzt gleich Todesstrecke. Natürlich fährt dann der Tesla-Fahrer. Weil der kennt sich ja am besten mit Fahrassistenz und mit Autopiloten aus. Daniel fährt das erste Mal ID4. Und ich mach's natürlich auf B. Starke Rekuperation. Tesla-typisch. Wie fühlt es sich denn für dich überhaupt an mit dem Fahren? Es fühlt sich sicher an. Also es ist leiser. Ich muss sagen, die Geräuschkulisse ist wirklich geringer. Man sitzt sehr viel höher, also der, was habe ich für ein Auto? Der Tesla Model 3. Genau, das Model 3. Er vergisst das ab und zu einfach. Das ist sehr sportlich. Hier ist hoch, also es ist ein SUV-Charakter. Das wird vielen gefallen, weil es eben so hoch ist. Die SUVs waren ja mal eine Zeit lang im Trend. Sind sie immer noch? Weiß ich gar nicht. Doch, sind sie immer noch, auf jeden Fall. Head-Up-Display ist toll. Würdest du dir das im Tesla vielleicht wünschen? Also es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, es stört nicht. Es ist unten so am Rand. Die Navigation ist sehr präsent, also das, was VW Augmented Reality nennt, das ist wirklich groß zu sehen. Augmented Reality oder ein Head-Up-Display würde vielleicht positiv sein. Würde dir was bringen? Ja, würde ich schon sagen. Das würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie die Model 3-Fahrer unter unseren Zuschauern denken. Ob die gerne ein Fahrerdisplay hätten oder ob die auf ein Fahrerdisplay komplett verzichten wollen oder ob sie vielleicht ein Head-Up-Display haben wollten. Was würdet ihr da sagen? Schreibt es einfach mal in die Kommentare, das würde mich wirklich interessieren. Kommt auch schon ein kleiner Pfeil. Also es ist kein Augmented Reality, sondern er zeigt den Pfeil einfach nur stur vorne an, klein, und er wird immer größer, je näher ich der Abbiegung komme. Aber Augmented Reality ist es nicht. Vielleicht passiert das ja noch, vielleicht kommt es noch. Und jetzt verschwindet der Pfeil. Und je näher ich komme, desto größer wird er. Und dann verschwindet er. Es fühlt sich schon so ein bisschen so an, als ob ich da reinfahren würde in den Pfeil. Also ich möchte vorher abbiegen, intuitiv, bevor ich in den Pfeil reinfahre. Wenn euch das mit den autonomen Fahrsystemen interessiert, dann könnt ihr hier oben klicken. Da verlinken wir nämlich die Todesstrecke, die wir auch schon mit dem e-tron und mit dem Tesla Model 3 gefahren sind. Und das im Vergleich dann ja zum ID4. Also das heißt, ich fahre jetzt, das System ist aktiv, es funktioniert jetzt nicht und schaltet jetzt sich von alleine wieder ein. Hat sogar im Head-Up-Display gerade eingezeigt, dass eine Kurve voraus ist und springt jetzt wieder raus. Okay, man kann sich nicht drauf verlassen. Das ist so ähnlich wie beim e-tron, dass er einfach ausgeht und jetzt ist er wieder an. Das zeigt er mir schön auf dem Head-Up-Display an, wann er aktiv ist und wann nicht. Das ist schön. Genau, das war auch mein Eindruck. Man sieht sofort diese Linien. Die Linien, die sogar um die Kurve rumgehen, die Kurve da ist. Ja. Ah ja, er beschleunigt, obwohl die Kurve kommt.
Ja, will weiter beschleunigen und verlässt die Spur. Hm. Zeigt mir an, dass es kurvig ist. Jetzt bremst er zumindest von alleine. Also ich mache mit den Füßen jetzt gar nichts, sondern lenke nur. So, dass er also wirklich nicht 70 ferne. Er will gerne beschleunigen, ja doch. Das ist wie beim e-tron. Okay, es ist wirklich nicht beim Tesla, wie beim Tesla. Wenn das Ding an ist, dann ist es an und es funktioniert. Und hier geht er einfach aus. Nee. Und macht dann auch nicht mehr. Er wird jetzt in die Gegenfahrbahn fahren. Warnt nicht, sondern hört einfach auf zu fahren. Genau, es ist wie beim e-tron, dass er nicht anfängt zu piepen. Genau. Und er rast wirklich. Also das ist echt sehr schnell, was er hier macht. Nee, also das macht er hier alles nicht. Das ist, ich würde sagen, vergleichbar zum e-tron. Ne? Dass er sehr früh einfach ausgeht und sobald die Kurve ein bisschen steiler wird, hört er auf. Ja. Ist es wie beim e-tron oder ist es hier wohl schon besser? Weil der Softwarestand ist ja auf jeden Fall neuer. Also gefühlt als Beifahrer, es fühlt sich genau gleich wie im e-tron an. Dass er wirklich 100% versucht, Hauptsache ich halte die Geschwindigkeit. Lenken kann der Fahrer ja selber, aber Hauptsache ich halte die Geschwindigkeit. Das ist irgendwie das Gefühl, was ich habe. Da traut sich Tesla mehr zu. Ob es besser ist, ist Geschmackssache, aber er fährt wirklich sehr viel mehr selbstständig. Ja, es kommt dem e-tron schon ziemlich nah. 70 erkannt. Das ist so, wenn er eine Geschwindigkeit erkennt, er beschleunigt sehr stark. Ja. Ach, jetzt hat er gesagt, Lenkung übernehmen, aber er fährt trotzdem noch weiter. War das Zufall? Ich habe lange nicht mehr berührt, das Lenkrad. Da kommt der Pfeil langsamer auf uns zu. Ab 300 Meter ungefähr fängt er an, das einzublenden. Ab dem Ortsschild schön 50. Aber er ist halt wirklich mittig, einfach auf der Straße ist es jetzt nicht so, dass der Pfeil da steht, wo er sein sollte. Oh, jetzt kommt das... Aha. Er hat aber nicht von selber gebremst. Also hat er dich nur gewarnt? Er hat mich gewarnt. Er war im vollen... hier, wie heißt das? Voller Fahrt. Ja, genau, voller Fahrt, aber auch im... dass er von alleine halt gefahren ist. Und er hat das Auto... hat es erkannt, er hat es ja angezeigt, hat aber nicht gebremst. 50 voraus. Jetzt ist wieder die schöne Situation. Er zeigt mir weit vom Ortsschild, dass 50 ist, fährt aber jetzt immer noch 80. Ich mache nichts. Er bremst jetzt runter 60, beim Ortsschild 53. Also er könnte theoretisch das ein bisschen sanfter machen. Der könnte er machen, aber er war pünktlich am Ortsschild bei 50. Der Tesla wäre jetzt durchgerauscht mit 100 noch. 70. Das war bei dem e-tron, glaube ich, auch. Dass er hier 70 fährt in der Ortschaft. Ah, das war auch beim e-tron, ne? Dass der hier 30 gefahren ist an der Stelle, ja. Ich erinnere mich. Also scheinen die gleichen Kartendaten zu haben. Es ist okay. Ein gutes Assistenzsystem. Tesla nennt es Autopilot, weil Tesla ja versuchen möchte, wirklich auch, möglichst viel selber zu machen. Und das ist ein Assistenzsystem hier. Und da kommt der Pfeil. Ich fahre auf den Pfeil zu und bevor ich reinfahre, biege ich schnell ab. Ist schon, macht Sinn, ist intuitiv, ja. Die Rekuperation, das ist in einer unserer letzten Folgen auch als Diskussion aufgekommen. Tesla rekuperiert wirklich nur noch mit dem Strompedal. Sobald ich die Bremse drücke, wird die wirklich mechanisch auch betätigt. Hier ist es so, ich drücke die Bremse, das fühlt sich auch anders an. Er rekuperiert dann, wenn ich die Bremse drücke und erst später kommen dann die Bremsbacken dazu, die dann das Fahrzeug abbremsen. Aber vorher bremse ich mit dem Verzögerungspedal, indem ich die Rekuperation erhöhe. Ich glaube, dass das eine Ehre ist.